Das große Jurybeben. RTL schmeißt Pietro Lombardi raus. Und außerdem gucken wir uns auch noch an, wer ins Finale kommt und wer eher nicht. Alle scheiße. Ich finde die Performance scheiße. Das passt überhaupt nicht zu dem Schlager. Das alles und noch einiges mehr gibt es in der 14. und damit vorletzten Folge von Deutschland sucht den Superstar 2024. Einer irgendwie komischen Staffel, muss ich immer noch sagen. Aber ich werde es natürlich kommentieren, parodieren und analysieren. Hallo, ich bin Alex und gleich sprechen wir natürlich über das Pietro-Beben und Bushido. Auch eine etwas komische Wahl. Vorher dachte ich mir, wir gucken aber erstmal ein kleines bisschen in die Folge rein. Und ich erinnere dich natürlich nochmal dran, wenn du das Ganze auch mal in voller Länge sehen willst, kannst du es natürlich auf RTL oder auch auf RTL Plus, da mal in voller Länge und jederzeit. Ich packe dir den Link ganz oben in die Videobeschreibung. Ja. Und dann fängt die Folge so an, wie wirklich in jeder Staffel die letzten Folgen von DSDS immer anfangen. Irgendjemand ist krank. Und ganz doll traurig deswegen. Untereinander, muss ich ehrlich sagen, ist die Stimmung ein bisschen verhalten. Jetzt geht's um die Wurst. Ich bin auch richtig bereit, jetzt noch mal richtig Gas zu geben. Man kann halt einfach nicht verneinen, dass jemand dem anderen halt jetzt den Platz wegnehmen wird. So. Ja, man hat schon gesehen, Anna hat es auf jeden Fall ein kleines bisschen erwischt. Deswegen auch die Zitrone und deswegen auch der Schal, der glaube ich eigentlich ein Handtuch ist. Und dann wurde erstmal verkündet, wer jetzt nochmal welchen Song singen darf. Ich möchte euch gar nicht unbedingt alles davon zeigen, nur wie sehr sich Anne darüber gefreut hat und wie doof das vielleicht war. Liebe Anne, du hast einen fantastischen Song von Helene Fischer. Und dieser Song heißt, ich will immer wieder dieses Fieber spüren. Und ich freue mich ja, dass sie sich freut, dass sie diesen Song bekommt und vielleicht passt er ja auch super gut zu ihr. Nur wenn sie sich sowieso schon krank fühlt, warum springt man dann mit Klamotten in den Pool? Habe ich jetzt nicht so richtig verstanden. Und ihr Körper glaube ich auch nicht, denn die Immunzellen haben danach gesagt, ohne mich, ich bin dann mal weg. Schüsseldorf und so. Man hört es, glaube ich. Anne ist krank. Ich versuche das jetzt so professionell wie möglich zu sehen. Ich rede heute ein bisschen leiser, ist ungewöhnlich für mich. Andere Kandidaten haben leider ganz ähnliche Probleme und ich kann das ganz gut verstehen, weil klar, man singt da viel, man trainiert viel und so eine Stimme ist sehr schnell sehr angeschlagen. Ich kenne das noch aus meiner Lehrerzeit, wobei ich das immer ganz gut mit Revoice lösen konnte. Übrigens kein Placement natürlich, aber das Zeug ist wirklich irgendwie ein Wundermittel. Davon haben die Kandidaten aber, glaube ich, noch nichts gehört. Ich trinke seit jetzt drei Tage, nur Tee mit Honig. I feel so built when you're with me. Ich kann nicht Gas geben. Bist du sicher? Wenn ich jetzt Gas gebe, meine Stimme ist weg von Griechenland. Wow, das klingt wirklich erstaunlich scheiße. Ich hoffe, das singt dann nachher ein kleines bisschen besser. Und mal danke an euch, meine aufmerksamen Zuschauer, denn die Person, die wir gleich sehen, ist zwar Vocal Coach und sieht ein bisschen so aus wie Juliette Schopmann, ist es aber natürlich nicht. Danke für den Hinweis. Wir fühlen das ja auch immer alle, ne? Dass da irgendwas in ihm ist, was wir alle nicht so richtig verstehen. Dass das Selbstvertrauen nicht so da ist, wie es eigentlich da sein sollte und könnte. Schau mich in den Spiegel und denk mir, okay, du schaust gut aus, aber wer bist du eigentlich so? Wo bist du hin damit? Und das ist schwer für mich. Ich habe jahrelang gekämpft mit Panikattacke. Und Depression auch. Oh oh, wenn er jetzt schon solche Probleme hat, weiß ich ja nicht, wie das mit dem Finale werden soll. Andere hingegen, die sind nicht nur nicht krank, sondern hatten bisher auch gar keine Probleme und sind bei jedem Juryurteil ohne irgendein größeres Hindernis durchgekommen. Nissim zum Beispiel. Und das könnte auch damit zu tun haben, dass er, glaube ich, ein kleiner Liebling von Dieter Bohlen ist. Ich hoffe ja, ganz ehrlich, von ganzem Herzen, dass du es schaffst, ja? Danke dir. Stimm dich richtig, ergib alles aus deinem Herzen. Und ich muss sagen, ich finde Nissim auch sehr cool, aber, und das habe ich letztes Mal schon gesagt, es ist für mich immer noch ein Problem der Staffel, dass wir viele Personen so auch ihn gar nicht wirklich kennengelernt haben. Und das finde ich schade, weil nächste Folge ist ja schon das Finale und ich als Zuschauer, ich habe da auch schon häufiger mal angerufen früher, aber ich entscheide mich auch immer für jemanden, den ich natürlich gerne mag, was das Singen angeht, aber den ich charakterlich auch cool finde und ich weiß fast nichts über Nissim, außer dass er wirklich gut singen kann. How can I just let you walk away? Just let you leave without standing, taking every breath with you. Ja, was soll ich sagen? Phil Collins passt natürlich krass zu ihm und er hat das wirklich richtig, richtig gut gesungen. Und sollte er ins Finale kommen? Ich kann mir schon vorstellen, der ist nicht nur Top 4. 3. Der ist für mich einer der zwei absoluten Top-Favoriten. So take a look at me now. There's
just an empty space, and there's nothing left here to remind me. Für mich absolut nicht zu beanstanden, aber, das habe ich jetzt auch schon mehrmals gesagt, das stimmt aber auch einfach, die Jury finde ich in diesem Jahr völlig unberechenbar. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, die haben einen kleinen Würfel, dann würfeln sie, dann sehen sie vier, der Kandidat muss raus. In diesem Falle ist aber entweder der Würfel auf der richtigen Zahl gelandet oder Dieter Bohlen hat seine Ohren wieder entdeckt. Die Stimme klang unheimlich fett, jeder Ton Treffer, ja, was voll abgeliefert, finde ich, wie in der gesamten Staffel bisher. Es war mega, ich hatte Gänsehaut, du hast alles erreicht, du hast mich stolz gemacht, hast du wirklich ganz, ganz toll gesungen. Danke dir, Dieter. Klingt so, als wäre er ein sicherer Favorit. Andere wissen natürlich noch gar nicht, ob sie das werden könnten. Einer, der für mich schon häufiger mal auf der Kippe stand, ist Philipp. Der hat zwar eine coole Stimme und der hat auch eine coole Aura, aber der war nie so dieser Überflieger. Deswegen habe ich mir gedacht, was kann ich tun, einfach um Emotions zu packen, um heute für große Gefühle zu sorgen. Und habe den Song einfach neu interpretiert und singe ihn diesmal für meine Mama, weil sie hat mir all von ihr gegeben und ich habe jetzt einfach die Möglichkeit, durch diese große Bühne all von mir ihr zurückzugeben. Und das ist natürlich gar keine schlechte Taktik, weil sich jemanden vorzustellen, den man quasi ansingt oder für den man singt, das kann ganz oft für bestimmte Gefühle sorgen. Und ja, ich habe es ja hier schon häufiger gesagt, er hat so eine Stimmfarbe, die ich jetzt nicht zu 100% fühle, aber hier hatte ich auf jeden Fall ein kleines bisschen Gänsehaut. 'Cause all of me loves all of you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. Und ich muss auch sagen, es gibt ja manchmal so Leute, die im Song immer schlechter werden und zusammenklappen. Bei Philipp hatte ich eher das Gefühl, es wurde mit jedem Ton noch ein kleines bisschen besser. Ich habe ihm sehr, sehr gerne zugehört. 'Cause I give you all of me. Trotzdem muss ich sagen, ich frage mich, ob das fürs Finale reicht, weil man wird es ja wohl kaum so machen, dass irgendwie vier Männer, die alle vielleicht nicht unbedingt ähnliche Stimmfarbe haben, aber die zumindest ähnliche Songs singen können, am Ende dann dabei sind. Und ja, ich habe ja schon gesagt, ne, was Urteile angeht, bin ich ja in diesem Jahr sowieso schon sehr oft negativ überrascht worden. Viel besser kann man das gar nicht singen. Also bin ich auch wirklich dahin geschmolzen. So. Dein Gesamtpaket ist natürlich auch schon, also ich hätte mich sehr gefreut in manchen Staffeln, wenn ich sowas wie dich dabei gehabt hätte, ja. Tausend Dank, Dieter. Vielen, vielen Dank. Das war auf jeden Fall ein krasses Lob. Nur, wenn jetzt die ersten zwei, die wir gehört haben, quasi schon sicher im Finale sind, also so hört es sich zumindest an, was ist denn mit den anderen? Und vor allen Dingen, was ist mit den anderen, die ich auch eher im Finale sehe, so wie Anne, die gleich mal die Jury am Anfang mitnimmt, trotz kranker Stimme. Liebe DSDS-Jury, ich hoffe, euch ist noch kalt, denn jetzt wird es Zeit für Fieber. Und ich persönlich finde, Anna hat von Anfang an einen wirklich gut mitgenommen und, das darf man ja nicht vergessen, also wenn sie wirklich sich immer noch krank fühlt, wahrscheinlich auch Schmerzen hat, dann ist das nicht so einfach, das zu überspielen. Das hat sie aber richtig gut hinbekommen. Ich will immer wieder dieses Fieber spüren, immer wieder mich an dich verlieren, will das Leben leben. Und es ist nach wie vor leider nicht zu 100% mein Song. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie Helene Fischer, ich finde es immer ganz cool. Aber das ist so ein typischer Song, wenn der im Radio kommt, dann denke ich mir immer, ja, kann man sich schon anhören. Mach's aber trotzdem ein kleines bisschen leiser. Aber Anna hat's gut gemacht. Ein bisschen hat man das mit der Stimme, finde ich, aber irgendwann dann schon gemerkt. Ich will immer wieder neue Sterne sehen, immer wieder mit dir tanzen gehen. Nimm dir Zeit. Ja, vielen Dank. Well. Und ich hatte auf jeden Fall Spaß, aber jetzt fängt es dann doch auch mal wieder ein bisschen an, dass die Jury ein bisschen von meinem Höreindruck abweicht. Okay, man muss jetzt fairerweise natürlich auch dazu sagen, die meisten fliegen ja raus, ne? Also nur um das nochmal ganz deutlich zu sagen, ins Finale kommen nur vier. Was ich übrigens auch ein bisschen komisch finde, früher waren es ja doch mehr und dann gab es mehrere Shows. Dieses Mal gibt es nur eine Show und nur noch vier. Und dementsprechend kann man nicht alle mitnehmen. Ich glaube, daran hat Dieter Bohlen auch gedacht. Ja, Anne, es fing an, da war es, dachte ich, wow, in der Strophe, echt, das singt die ja ganz gut. Und umso länger die Nummer ging, umso schlechter wurde es. Ich sagte auch, weshalb. Im Refrain hast du unheimlich Gas gegeben. Muss man ja, damit der
Refrain schön nach oben geht, dann wird das bei dir voll brutal aggressiv. Aber es geht nicht nach oben, sondern es wird einfach nur aggro. Und es kommt eben nicht dieses schöne Gefühl von Helene rüber. Und du hast das völlig verbrannt im Refrain. Uff, das war ein wirklich hartes Urteil, das dann noch ein bisschen schlimmer wurde, weil kaum, dass Anne von der Bühne war, hat Dieter Bohlen quasi ihren endgültigen Abschied sehr, sehr deutlich gemacht. Ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen zu deutlich. Alle scheiße, ich fand die Performance scheiße. Das passt überhaupt nicht zu dem Schlager. Autsch, damit ist sie wohl draußen. Genauso wie jemand anders, denn jetzt kommen wir endlich zum Titelthema dieses Videos. Pietro Lombardi wurde von RTL gefeuert. Eine große Zeitung mit vier Buchstaben, wir kennen sie alle und keiner mag sie, hat als erste darüber berichtet und geschrieben, Deutschland sucht den Superstar, steht offenbar ein Beben bevor. Wie Bild exklusiv erfuhr, wird es eine weitere Staffel geben. Doch der noch viel größere Knaller ist, dass Pietro Lombardi nicht mehr in der Jury sitzen soll. RTL soll bereits einen Ersatz gefunden haben, Star-Rapper Bushido. Okay, und viele von euch haben mir das natürlich direkt nach Erscheinen irgendwie gepostet. Ich habe es mir durchgelesen und dachte mir erst so, hä? Also zum einen finde ich es komisch, dass es ausgerechnet Bushido werden soll. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Und zum anderen, was ich auch komisch fand, der Hauptgrund, warum man Pietro rausschmeißen wollte, war ja die Affäre mit seiner Freundin. Aber da gab es eigentlich in letzter Zeit ja eher, ich nenne es mal, gute Neuigkeiten. Also die haben sich wohl vertragen. Und es wird wahrscheinlich nicht mal ein Verfahren geben. Die Zeitung schreibt weiter, die DSDS-Macher wollten nach Bildinfos abwarten, ob die Staatsanwaltschaft Köln ein Ermittlungsverfahren einleitet. Eine Entscheidung darüber soll aber erst Mitte November fallen. Da Laura inzwischen entschieden hat, nicht gegen den Vater ihrer beiden Kinder auszusagen, wird das Verfahren vermutlich nicht eröffnet. Dass RTL nun unabhängig davon Lombardi offenbar nicht weiter in der DSDS-Jury haben will, ist überraschend. Nach Bildinfos soll Dieter Bohlen lange für einen Verbleib von Lombardi gekämpft haben, am Ende offenbar vergeblich. Ja, und ich sag's nochmal, also für mich war das wirklich sehr überraschend, weil Pietro gehört ja schon irgendwie so ein bisschen dazu. Ich kann mir aber vorstellen, dass es mit einer Sache zu tun hat. Denn wenn man eine neue Staffel machen will, dann soll die natürlich erfolgreich werden. Und die momentane Staffel ist nicht so besonders erfolgreich, was die Quoten angeht. Und ich muss auch sagen, wir haben ja auch schon häufiger darüber gesprochen, für mich ist das jetzt auch keine der absoluten Top-Staffeln, sondern eher so im Florian-Silbereisen-Milieu. Witzigerweise auch von den Klicks her hier bei mir auf YouTube. Bushido ist nun natürlich jemand, der eine ganz andere Klientel anspricht und der sich vielleicht mit Dieter Bohlen auch mal streiten könnte, denn er hat sich schon mal mit RTL gestritten, nachdem er mal nicht in die Jury gekommen ist. 2014 war er schon mal im Gespräch, aber damals hieß es dann, doch RTL entschied sich für die Staffel 2014 gegen Bushido und ausgerechnet für dessen damaligen Intimfeind K1. Das machte den Rapper so wütend, dass er am 20. Dezember 2013 den Song Mitten in der Nacht veröffentlichte, indem er die Show ganz übel disste. Ich finde RTL, diesen Sender, um schließlich komplett unter der Gürtellinie zu landen. Ich wünsche allen bei DSDS einen positiven AIDS-Test. Ja, ich erinnere mich noch dran. Das war damals ein ziemlicher Skandal. Man muss aber auch sagen, dass Bushido natürlich seitdem irgendwie aus dem RTL-Kosmos gar nicht mehr so wirklich wegzudenken ist. Also er hat sich ja ein bisschen gewandelt. Das Clan-Vergangenheitsding hat er wohl auch irgendwie hinter sich gelassen. Und seitdem spricht er sehr positiv über Dieter Bohlen und ist wie gesagt bei RTL mittlerweile eine große Nummer. Auch mit RTL gibt es seit 2021 keine Probleme mehr. Mittlerweile 3 Dokus liefen bei RTL Plus, als der Sender im September 30 RTL exklusiv auf Mein Schiff 7 im Hamburger Hafen feierten, waren Bushido und Anna-Maria wie selbstverständlich dabei. Daher wäre seine Verpflichtung als DSDS-Juror nur der logische nächste Schritt. Und witzigerweise war auch schon häufiger mal im Gespräch, dass Bushido und Anna-Maria vielleicht auch mal im Sommerhaus dabei sein sollen. Vielleicht wäre das ja dann der Schritt nach DSDS. Ich bin jetzt aber mal sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich persönlich muss sagen, ich mag Bushido jetzt nicht so besonders, habe aber in den letzten Jahren auch echt wenig Kontakt mit ihm gehabt. Ich habe mir auch keine der Dokus auch nur im Mindesten angeschaut und naja, wenn es für ein bisschen mehr Action in der Staffel sorgt, dann kann es ehrlich gesagt nur gut sein. Weil ich sag's nochmal, ich finde diese Staffel interessant. Ich gucke sie auch nach wie vor gerne. Natürlich gucken wir uns auch noch das Finale an. Aber die letzten Staffeln haben mich ein bisschen mehr vom Hocker gehauen. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare zu allem. Zu Pietro, zu Bushido und vielleicht auch zu Christian. Der soll nämlich gleich als nächster singen. Und ich finde immer, wenn er nicht singt, dann ist seine Stimme irgendwie am wildesten. Schließ mal die Augen. Boah, ich bin richtig nervös. Man sieht es mir, glaube ich, an von den Fingern. Weil jetzt geht es doch um einiges. Ne? Jetzt geht es um den Einzug in die Live-Shows. Also ich muss nochmal sagen, ich finde, mit geschlossenen Augen hört er sich wirklich an, entweder wie eine Frau oder wirklich wie ein kleiner Junge. Aber genau das macht seine Stimme natürlich so einzigartig. Und genauso singt er uns heute auch wieder einen Song. Und ich habe es ja schon mal gesagt, ich habe mich ein bisschen satt gehört, aber er ist einfach gut. I can't live. I can't live, I can't give.
bilde mir ein, dass da zumindest ganz oben auch mal ein falscher Halbton dabei war. Claudia, du bist der einzige Stern für mich. Aber an sich hat er das wirklich, wirklich gut gemacht. Und was ich bei ihm auch so spannend finde, ist, er wirkt immer, wenn er so vor der Kamera ist, total schüchtern und sehr unsicher. Sobald er den Mund aufmacht, so gar nicht mehr. Yes, it's Wahnsinn, ja. Und man merkt schon, die Jury hat ihn richtig abgefeiert. Und damit mal irgendjemand anders aus der Jury außer Dieter Bohlen was sagen darf, obwohl natürlich am Ende sowieso nur der entscheidet, hören wir einfach mal, wie begeistert Beatrice ist, während sie wirklich extrem unpraktische Ohrringe anhat. Das muss sich doch schrecklich anfühlen. Christian, I can live without you im Finale. Oh. Es ist stark. Wirklich, was du hier machst, ist... ist mehr als der Titel Superstar. Das ist gigantisch und mit so einer Leichtigkeit, sogar der Atemzug, jeder Atemzug ja. ist bei dir Musik und Gefühl. Und das ist eine Extraklasse. Okay. Danke dafür. Okay, und ich würde auch auf jeden Fall sagen, Christian gehört ins Finale und für mich ist er der andere große Top-Favorit um den Titel. Nur haben wir jetzt tatsächlich schon drei Leute fürs Finale gehört. Also irgendwie könnte man ja den Eindruck gewinnen. Dementsprechend muss sich der Rest jetzt, glaube ich, besonders ins Zeug legen. Auch natürlich eine Donika, die heute irgendwie komplett anders aussieht. Und ich finde übrigens gar nicht ihre Perücke am wildesten, sondern diese Hose. Das sieht auch einfach aus, als hätte sie keine Füße mehr. Eine Perücke? Ja. Ehrlich? Ja. Warum denn? Coole Farbe. Warum nicht? Weil du schöne Haare hast von Natur. So. Eigentlich gar nicht so schön. Das sind auch Extensions. Was, ehrlich? Ja. Ich habe keine echten Haare. Also wenig, du hast ganz keine wenig. Haare? Nur drei Ach so. Habe ich. Ja. Drei Haare hast du. Ja. Aber wir suchen hier ja nicht die vollste Haarpracht, sondern einen tollen Sänger. Okay. Das stimmt. Und bisher muss man sagen, war Donika zwar irgendwie ein cooler Charakter, einer der ganz wenigen in dieser Staffel. Und sie hat auch ganz gut performt. Ihre Stimme war jetzt aber nicht so mega krass. Mal gucken, ob sie da heute ein bisschen was draufsatteln kann. So wie auf ihre Haare. Nach allem, was war, bist du nicht mehr da. Und ich wünsche, du wärst mir egal. Die Nacht läutet schwarz, bringst mich um den Schlaf. Ich wein für dich Tränen aus Kajal. Und ich fand es jetzt nicht schlecht. Das Problem, was Donika nur hat, ist natürlich ihre Musikrichtung und so wie sie singt, das kann stimmlich mit den anderen nicht so hundertprozentig mithalten. Und dafür, finde ich, müssen dann andere Sachen auf den Punkt passen, so zum Beispiel Timing. Aber wenn man ganz genau hinhört, war das nicht immer der Fall, oder? Nach allem, was war, bist du nicht mehr da. Und jetzt rein ich für dich Tränen aus Kajal. Die Nacht leuchtet schwarz und bringt mich um den Schlaf. Ich wein für dich Tränen aus Kajal. Ja, ein paar falsche Halbtöne. Das Problem für mich ist, ich hätte Donika super gerne im Finale. Und ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass die ein bisschen Karriere macht. Ne? Die erinnert mich so ein bisschen an Big N zum Beispiel aus der letzten Staffel, der jetzt auch nicht der großartigste Sänger aller Zeiten war, aber der trotzdem mehr Karriere gemacht hat als der Gewinner von DSDS, wenn man das fairerweise so sagen kann. Und vielleicht ist es bei Donika genauso, aber ich glaube, bei DSDS wird es schwierig, oder Dieter? Ja, Donika, du hast die Nummer wirklich mal durchgekriegt, ohne zusammenzubrechen. Das war aber auch, bin ich ganz ehrlich, das Einzige, was mir gefallen hat. Timing. Katastrophe. Du warst die ganze Nummer nicht im Timing. Nochmal für die Leute, da ist eine Bassdrum, ja, und da muss man dann drauf singen. Schade. Allerdings hat Donika eine mächtige Fürsprecherin, denn Loredana, die ist auf jeden Fall auf ihrer Seite. Und das hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit der Musikrichtung zu tun und dass die beiden charakterlich vielleicht ein bisschen ähnlich sind. Aber ob das reicht, ich weiß ja nicht. Ich glaube, es liegt eher daran, dass die Aufregung dich heute komplett gefressen hat. Ja. Ich weiß schon, dass du es kannst und das ist so das, was mich nervt. Ja, mich auch. Sehr. Weißt du, was ich meine? Sondern wir haben was in dir gesehen, ja. Und was du uns zurückgeben kannst, ist in dem Sinne, dass du dann auch mal einmal performst. Walla, danke. Naja, aber so hundertprozentig positiv war das jetzt auch nicht. Und ich glaube, Donika weiß, dass sie wohl draußen ist. Und damit haben wir jetzt schon quasi drei, die sicher im Finale sind und eine, die sicher raus ist. Also bisher ist die Verkündung am Ende noch nicht so spannend. Aber ich war einfach nicht mein Tag. Ich habe zu viel nachgedacht, zu viele Gedanken, zu viel Druck. Ich habe einfach verkackt. Da gibt es keine Ausreden. Das ist so, wie es ist. So, als nächstes kam dann Leonardo dran, den ich vorhin, glaube ich, aus Versehen Tom genannt habe. Sorry nochmal an der Stelle. Und wir haben ja schon gehört, der hatte auch so seine Problemchen. Eine Mischung aus einer Nervosität, unkranker Stimme und dementsprechend viel zu wenig Training. Alles gut? Ich habe mich angehört gestern wie ein LKW, um ehrlich zu sein. Ich habe den gar nicht singen können. Hau einfach raus. Letztes Mal in Griechenland, oder? Genau. Ja.
Let's go, let's go. Ja, und vielleicht das letzte Mal bei DSDS, weil ich glaube, er gehört zu denjenigen, die jetzt richtig abliefern müssten, wenn er noch eine Chance haben will. Und er hat auch alles gegeben. I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let her take control. Cause every time that she gets closer. Und bisher hat es mich noch nicht komplett vom Hocker gerissen. Wenn man aber bedenkt, dass er ja wirklich nicht üben konnte und Probleme mit der Stimme hat, dann hat es mir eigentlich echt ganz gut gefallen. Und ja, doch, also da haben wir definitiv Schlechteres gehört. Oh, I've been sick and I love you when you go crazy. You take all my hands. Man merkt aber, die Stimme ist kaputt. Ja, ne? Stimme. Das Ding ist nur, reicht das? Und sollte man in so einer Situation Mitleid haben? Das ist ja etwas, da habe ich ja in der letzten Folge schon ein bisschen drüber gesprochen. Auf der einen Seite denke ich mir mal so, ja, es wäre schon cool, also auch bei einem Abu, der jetzt einfach rausgeflogen ist, weil er zum falschen Zeitpunkt krank war, wäre es natürlich cool, den doch nochmal irgendwie zu hören. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn da nur 4 Plätze sind und man nur aus Mitleid weiterkommt, ja, dann hilft einem das auch nicht so viel, ne? Ehrlich gesagt, stimmlich. Hey, ich kann so mit dir fühlen. Jeder von uns steht mal live auf der Bühne und es ist nie perfekt, wenn du angeschlagen bist. Du hast keine Chance, aber du hast Kämpfergeist gezeigt, den du zwischenzeitlich echt verloren hattest. So, wen haben wir denn jetzt noch? Stimmt, Tamara. Für mich eigentlich auch eine große Favoritin, die ein bisschen geschwächelt hat in den letzten Folgen. Wobei, also ich fand sie eigentlich immer noch ganz gut, aber die Jury fand sie nicht mehr ganz so gut. Zeit, das wieder wettzumachen. Die Jury hat mich ja wegen meiner Performance kritisiert. Und dieses Mal werde ich Ihnen zeigen, dass ich eine Rampensau bin und dass ich es verdient habe, in die Live-Shows zu gehen, weil ich wirklich, wirklich an mir arbeite und einfach nichts mehr will als das. Ja, und Tamara hat dann auf jeden Fall alles gegeben und bisher hatte sie ja hier und da so ein paar Mankos. Also ein Manko, das ihr immer wieder vorgeworfen wurde, war, dass sie zu wenig acted, nenne ich das jetzt mal, also die Hörenden zu wenig mitnimmt. Und ich glaube, genau an dem Punkt wollte sie heute ein bisschen ansetzen. Talking in my sleep and I, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Und ja, man merkt, da sind schon zaghaft ein paar weitere Bewegungen dazugekommen und davon gibt es dann noch mehr und ich wusste gar nicht, dass sie das kann. Sie kann tanzen. One, don't pick up the phone, you know he's only calling because he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, I got no rules, I count him. I got no rules, I count him. Und mir hat es richtig gut gefallen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, man muss eigentlich eine Frau mit ins Finale nehmen, oder? Die letzten Jahre hat DSDS ja immer ein Typ gewonnen. Das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass mehr junge Mädchen da anrufen, als Jungs das vielleicht tun. Aber trotzdem finde ich, also auch für eine Tamara kann man natürlich sowieso anrufen, wenn man eine Frau ist, davon mal ganz abgesehen. Und ich hätte sie gerne weiter dabei. Das ist das erste Mal für mich auch, wo ich dich so sehe, tanzen. Ich wusste gar nicht, dass du das kannst, ehrlicherweise. Tatsächlich nicht. Und ich finde einfach, wenn man jetzt deine ganze Reise hier mitverfolgt, hast du nochmal mit deinem letzten Auftritt gezeigt, dass du das wirklich willst hier. Danke. Die Frage ist, reicht Wille? Denn es gibt natürlich noch starke Konkurrenz. So zum Beispiel Tom, diesmal wirklich, bei dem ich persönlich sagen muss, dessen Stimme höre ich jetzt einfach so persönlich nicht so wahnsinnig gerne. You know I try, but I don't do so well with apologies. I hope I don't run out of time, can someone referee? Cause I just need one more shot, have forgiveness. Aber wisst ihr, was, glaube ich, mein primäres Problem ist? Tom singt nämlich schon sehr gut. Es sind auch oftmals die Songs. Irgendwie ist das so Zeug. Ich höre das halt privat nicht und vielleicht kennt ihr das. Irgendwie steckt man die Leute dann in so eine Schublade. Er ist aber schon wirklich gut, deswegen bekommt er natürlich nochmal zurecht seine Bühne. You know that there is no innocent one in this game for two. And I go, echo, and then you go, and whisper the truth. Can we both say the words of forgiveness? Da bin ich jetzt allerdings wiederum mal aufs Urteil gespannt. Und wir wissen ja schon, Dieter Bohlen ist in dieser Art von Stimmen sehr verliebt. Er wünscht sich ja immer noch den deutschen Justin Timberlake. Und ich bin mir sicher, wenn das in diesem Jahr nicht klappt, dann wird er einfach im nächsten Jahr wirklich Deutschland sucht Justin Timberlake 2.0 machen und nicht mehr DSDS. Es hat auf jeden Fall noch keiner besser gesungen hier jemals bei DSDS, wie du das rübergekriegt hast. Du hast diesen Sound wirklich da. Du bist eben sehr modern mit der Stimmführung, aber wir haben eben doch sehr, sehr viel Konkurrenz.
finde ich jetzt persönlich, ist vielleicht ein bisschen drüber, aber okay. Einer fehlt uns jetzt allerdings noch und der war bisher ja auch einer der absoluten Top-Favoriten. Wieder jemand mit so einer Schmusestimme, nämlich Melvin. Und ich sehe das jetzt erst, wir sind ja quasi Amulett-Zwillinge. Schwillt gerade die totale Panik an. So, ich weiß echt nicht, wie ich gerade umgehen soll mit den ganzen Emotionen, mit der ganzen Aufregung, die anderen auch schon singen zu hören, kriege ich schon gutes Feedback und jetzt muss ich dem folgen so. Das stimmt. Und Melvin hat dann etwas getan, was ich einerseits sehr sympathisch finde. Er hat sich nämlich nochmal bei allen bedankt. Ich finde es aber kurz vor dem Finale auch immer ein bisschen kritisch, weil man natürlich schon vielleicht auch so versucht, die Jury nochmal auf seine Seite zu bringen und das hat er ja stimmlich gar nicht nötig. Erstmal, wir konnten noch nicht so viel reden. Erstmal wollte ich sagen, danke für alles. Wirklich danke für alles. Das Feedback jedes Mal hat mir so viel gegeben. Ich kann hoffentlich heute ein bisschen emotionaler sein und ein bisschen brüchiger sein und zeigen, dass ich eine Person bin. Ich gebe wirklich alles. Und das, würde ich sagen, tut er dann wirklich. Ja, und er hat auch so eine Stimme, die ist wunderschön und er kann auch viel damit. Also, ihm hört man schon ganz gerne zu. There's a boy I know, he's the one I dream. Looks into my eyes, takes me to the clouds above. Und er singt traumhaft. Alles gut. Ich muss aber auch sagen, auch wenn Loredana gleich so lächelt, als hätte sie irgendwas bei Eis.de gewonnen, es ist so eine Stimme, man hört sich der relativ schnell über. Ich weiß nicht, ob euch das genauso geht, aber das ist auch wieder so ein Fall, wo ich sagen würde, ja, kann durchaus sein, dass er das Ding am Ende vielleicht sogar gewinnt. Und ich kaufe mir dann tatsächlich relativ oft irgendwie immer die Gewinner-Single und höre die auch ein paar Tage relativ oft. Bei ihm weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Digga. I try to phone, but I'm too shy. Can't speak. Falling in love is so bittersweet. This love is wrong. Why do I feel weak? Tja, und jetzt bin ich gespannt, was das Urteil angeht. Und witzigerweise war dieses Urteil sehr geteilt. Und nach dem, was ich eben von Loredana gesehen habe, habe ich es mir eigentlich genau andersrum vorgestellt. Ich fand, vom ersten Moment an hast du ganz, ganz tief in deine Seele blicken lassen. Und das habe ich so, so sehr gespürt. Du hast mich nicht gepackt am Anfang, überhaupt nicht. Du musst wirklich einfach mal freilassen und nicht immer versuchen, dieses Perfekte zu treffen und diese Phrasierungen. Das ist... Es kann ja irgendwann zu viel werden. Genau. Das stimmt. Okay, und das fand ich ein bisschen komisch, weil diese Phrasierungen, also dieses, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, das, was Dieter manchmal auch Sterben mit der Stimme nennt, das ist doch eigentlich genau das, weswegen er die ganze Zeit gelobt wurde. Und also ich fand es ziemlich merkwürdig, jetzt ausgerechnet das als Kritikpunkt zu nehmen. Du phrasierst nur, weißt du, du phrasierst dich irgendwann zu Tode daher. Du sagst ja auch zu einer Frau, weißt du, irgendwann... Laber, laber, laber. Und dann irgendwann kommt, ich liebe dich als Höhepunkt, ja. Aber es kommt nicht, ich liebe dich, 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 ich liebe dich. Dann denkt ihr, ey, ist genug Liebe jetzt irgendwann, ja. Ich verstehe das vollkommen. Ja, zum Beispiel. Was? Zum Beispiel. Voll gut erklärt eigentlich. Und ja, in gewissem Sinne hat Dieter bestimmt recht, aber ich muss es nochmal sagen, ich finde die Juryurteile in diesem Jahr teilweise sehr, sehr merkwürdig. Weil jemanden die ganze Zeit wegen etwas zu loben und ihn dann am Ende deswegen über die Klippe fallen zu lassen, ich weiß nicht, hat für mich ein kleines bisschen irgendwie so Beigeschmack, nenne ich das mal. Damit haben wir alle gehört und jetzt bin ich mal gespannt, wer ist denn im Finale und vor allem, welche Frau ist im Finale, das frage ich mich immer noch. Wir fangen mal mit Person Nummer 1 an. Der erste Live-Show-Kandidat, wo wir alle gedacht haben, der könnte das Ding wirklich reißen. Das bist du, Christian. Ich glaube, das ist keine große Überraschung. Und für mich ist Christian auch derjenige, der am Ende Deutschland sucht den Superstar 2024 gewinnen wird. Bin gespannt, ob ich recht haben werde. Witzigerweise ist die Person, die als zweites aufgerufen wurde, dann auch meine Nummer 2. Der nächste Kandidat oder Kandidatin, der oder die weiterkommt, ist Nissim. Okay, auf Person Nummer 3 war ich dann allerdings sehr gespannt, weil da wird es dann für mich doch ein kleines bisschen knapp. Ich bin auch ehrlich, die Person, die gleich aufgerufen wird, die sehe ich im Finale leider nur auf Platz 4. Und wir entscheiden heute die 4. Und ich darf jemanden verkünden, der dieses Live-Erlebnis erleben darf. Mit deinem Strahlen, Tom, du bist weiter. Okay,
fehlt nur noch eine Person und die werden doch jetzt schon bitte noch eine Frau mitnehmen, oder? Also, ich weiß nicht. Irgendwie, ich finde das so komisch, weil die meiste Zeit in dieser Staffel fand ich die Frauenstimmen sogar irgendwie spannender. Und wenn jetzt keine dabei ist, bin ich echt sad. Ja, und jetzt komme ich zum letzten. Das war relativ schwer. Für die Mädels hat es nicht gereicht, weil die Leistungen nicht so wahnsinnig gut waren, gerade heute. Wir hatten so starke Jungs. Für den einen sprach dies, für den anderen sprach jenes. Der Glückliche... Philipp. Okay, damit ist auch Philipp dabei und ja, der passt eigentlich so als Drittplatzierter im Finale. Ich weiß immer noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich habe auch immer noch Probleme zu sagen, was ich von dieser Staffel halten soll, weil ich kann nicht wirklich greifen, was mich stört, aber irgendwas stört mich. Darüber sprechen wir dann bestimmt nochmal in der nächsten Folge, dem großen Finale. Denn jetzt wissen wir ja, wer die vier sind, die da antreten. Derjenige, der da gewinnen wird... Und es ist ja nur noch eine Show quasi, bis wir den neuen Superstar haben. Der kriegt 100.000 Euro, einen Schallplattenvertrag mit garantierten 3 Singles. Überzeugt das Publikum, ihr müsst irgendwie connecten, ja. Es kommt auch da nicht nur auf den Gesang an. Sei du mal so lieb und schreib mir deinen Favoriten auf jeden Fall in die Kommentare. Ich sag's nochmal, bei mir ist auf jeden Fall auf der 1 Christian und auf der 2 ist Nissim. Und dann, glaube ich, ja, einer von den beiden wird's halt am Ende. Alles andere würde mich doch sehr, sehr wundern. Aber ihr würdet mich jetzt auch verwundern, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Vielen Dank an der Stelle, denn ja, ganz ehrlich, also wenn ihr bis zum 14. Video von DSDS 2024 mit mir durchgehalten habt und wahrscheinlich auch noch das Finale mit mir guckt, dann ist jetzt ein guter Moment, den Kanal zu abonnieren. Vielen Dank. Und streng genommen müsst ihr das ja sowieso wieder tun, denn sonst springt auch ihr krank in den Pool. Und das ist übrigens immer noch eine richtig blöde Idee.